Und damit einmal willkommen zu einer neuen Folge von Kaku. Ich bin schon mal in den Sumpf vorgegangen. Und werde hier gerade belagert, aber bekomme Gott sei Dank gar keinen Schaden. Wahrscheinlich, weil ich noch hier so nah an dem Gerät stehe. Dem Gerät. An dem schönen, guten, alten Gerät. Bam! Nice. Schönes Ding. So, wir wollten hier mal gucken, ob wir von hier aus vielleicht die Möglichkeit haben, rüber zu tingeln in das Dorf. Ich glaube es aber auch nicht. Ich glaube, wir müssten vielleicht hier irgendwie entlang, aber da war ja der Wasserfall, da ging es auch nicht weiter. Vielleicht hätte ich einfach rüberspringen müssen und mehr hier entlang gehen sollen. Das müssen wir noch austesten. Aber wir haben ja hier noch einiges zu erkunden in dem Gebiet. Also von daher passt das, denke ich mal, ne? Können wir trotzdem hier entlang spazieren und mal gucken, was hier Phase ist. Ich würde nämlich gerne die beiden Ganoven da hinten besiegen, die hier so rumeiern. Ich weiß gar nicht, ob wir die jetzt sehen. Und? Oh, jetzt bist du stärker hier unterwegs, oder was? Oh, nicht getroffen. Egal, wir gehen erstmal weiter. Das war keine gute Idee. Ich konnte hier entlang, ne? Ja. Denn wir haben nämlich hier noch ein paar Geschichten. Was wollte er? Gelb? Will er gelb? Wir haben kein Gelb. Wir hätten grün, hätte ich im Angebot. Ist es grün? Ist blau. Einfach mal blau. Nehmen wir mit. Geil, was bist du? Das sah von Weitem aus wie ein Käfer, ne? Sag ich ganz ehrlich, wie ein Käfer. Jetzt bin ich schon wieder mies abgedriftet. Ich wollte gar nicht hier lang, ne? Aber da leuchtet mich noch was Blaues an. Und wir haben ja hier wirklich noch ein paar Sachen, die wir noch erledigen müssen. Ich muss auf jeden Fall eben einmal die Steine wieder zurückstellen. Weil sonst schieße ich mit den Blauen. Das will ich nicht. Warum leuchtet der so? Habe ich den noch nicht freigeschaltet? Hallo! Wieso mache ich nur 57? Ach so, meine Ausdauer. Ah. Aktiviere Kristalltürme. Ne, den haben wir wirklich noch nicht. Ach, deswegen hatten wir den noch nicht. Das musst du aber auch erstmal wissen, dass du das kannst, ne? Und jetzt geht's wieder los. Wir haben 9 Züge. Ich versuch mal. Geil. First try. War schwierig, ich weiß. Ja, aber wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es. Hat der doppelt gesprochen jetzt gerade, ne? Es war so. Mach mal. Irgendwas ist anders, irgendwas ist komisch. Es hat sich gerade so angehört, als hätte er irgendwie jetzt doppelt gesprochen. Da haben wir was zum Speichern, geilo. So haben wir wenigstens das eine Ding schon mal gesaved. Guck mal, da oben ist noch etwas, da können wir noch hin. Geil. Geil. Aber ich kriege hier auch mies Schaden von denen. Also die sind schon stronger. Oh oh. Lass mich mal weg hier. Oh. Ich bin jetzt gar nicht aufs Kämpfen so wirklich aus. Sondern. Scheiße, die verfolgen mich immer noch. Und ich glaube, das Ding ist irgendwie weiter oben. Ne? Kann das sein? Irgendwie. Ah, da oben war das. Weißt du, wie wir da jetzt rüberkommen? Ich weiß jetzt, wie wir da rüberkommen. Oh Mann, so dumm. Natürlich. Oh. Und zwar kommen wir natürlich so darüber, ne? So dumm, ey. Ich müsste doch hier entlang auf jeden Fall kommen und von da aus dann rüberschießen können. Guck mal, jetzt wissen wir wenigstens, wie wir hier entlang kommen, ey. Das ist ja mega geil.
Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Hallo? Was ist denn da los? Produzier mich nicht. Geht doch. So, PG. Oh, jetzt aber Lenny, was ist denn los hier? PG, reißt dich zusammen, ja? Wirklich. Und so kommen wir nämlich auch ganz entspannt darüber. Nice, schönes Ding. Aber wie gesagt, das musst du auch halt erstmal wissen, ne? Dass du die Dinger kaputt machen kannst. Sagt der Bienen, wo? Autsch, Hört auf! Mann! Aber die greifen doch da eh nichts an. Da oben ist doch nur quasi dieser Blaubeerstrauß war da oder so, ne? Irgendwie. Irgend so ein Strauch. Heidelbeer. Es tut so weh. Es tut so weh einfach. Es tut so weh. Lass mich durch. Lass mich in Ruhe. Bitte. Bitte. High five. PG, bist du bereit? PG? Nice. Oh, ist traurig. Jetzt, wir müssen aber auch gleich aufpassen, ne? Sag ich dir ganz ehrlich, mein Bester. Wir dürfen nicht schon wieder irgendwo reinfallen. Ob das jetzt Feuer ist? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall. Guck dir das an, wie mies sie das gemacht haben, ey. Und ich fall genau noch da rein. Die wussten das. Der kommt, der spielt das, ja. Und das ist derjenige, der da reinfällt. Junge. Ja, komm. Was hast du noch? Die Dinger habe ich nicht so gut drauf. Ich weiß nicht, wie ich die irgendwie anders... Hä? Ah. Aber da komme ich gar nicht richtig dran. Oh nein, meine Ausdauer. Bam. Warum chillt ihr da unten? Was macht ihr da? Kann ich mal so machen? Geht das? Ein paar kriegen was ab, aber nicht alle. Schade, 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 schade. Junge, 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 Junge. Was gibt's denn hier Schönes? Wo können wir denn, was können wir denn hier machen wohl? Das macht denen gar nichts, ne? Wir haben aber auch noch... wie war das nochmal? So war das. Das wollte ich nur ausprobieren. Aber wir können erstmal nur eine Spezialattacke ausführen. Wir brauchen erst noch einen zweiten Reiter, leider. Ich gehe mal nach unten, ich guck mal. Guck mir den Spaß mal an hier mit denen. Boom. Nice. So, was haben wir denn hier Schönes? Warum gibt's den Ort? Was können wir hier machen? Irgendwas Tolles? Sieht so aus, wenn das einfach wieder der Rückweg ist, ne? Ist es auch. Hä? Also was habe ich denn jetzt übersehen? Ich musste irgendwas jetzt übersehen haben. Ist das dumm, ey. Ich habe doch keine Lust, das nochmal zu machen.
Also wir müssen auf jeden Fall irgendetwas übersehen haben jetzt hier. Weil das ist einfach nur ein Rückweg. Oh, ich kann sogar hier drauf. Cool. Ich würde gerne wieder hochkommen, aber irgendwie klappt das, glaube ich, gar nicht, ne? Ja, scheiß drauf, ey. Da haben wir dann irgendwas übersehen, was Tolles vielleicht. Ich höre was. So dumm, ey. Das ist wirklich dumm. Also irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas muss da gewesen sein. Ich schieß, nee, ich schieß mit einem normalen Stein, Gott sei Dank. Gerade schon Panik gehabt. Höhlenalarm. Eine Truhe. Aber eine stinknormale leider nur. Aber egal, gucken wir mal, was drin ist, ne? Kann das sein, Wiederherstellung der erwachten Runen, dass der irgendwie auf einmal urplötzlich aus unerklärlichen Gründen lauter ist? Kam mir irgendwie jetzt gerade so vor. Muss ich mal nachher in der Aufnahme hören. Irgendwas ist komisch. Oh, ihr kriegt mich nicht. So, nice. Haben wir. Wir erkunden einfach jetzt mal ein bisschen die Sümpfe. Ne? Ich glaube, wir hatten auch irgendwie noch eine Mission hier. Ich hoffe, dass wir die irgendwie finden werden. Ich bin guter Dinge. Kann aber auch sein, dass wir die erst freischalten können, die Mission, wenn wir die andere abgeschlossen haben, wo wir... Oh ja, normale Stein. Ich muss immer gucken, ne? Ach, scheiße. Das geht doch. Okay, in dem Bereich waren wir auf jeden Fall auch schon. Da haben wir schon den Stein uns geholt. Hier waren wir auch schon. Ich weiß halt nicht mehr, ob irgendwo vielleicht noch so eine so eine Blume war. Nicht eine Blume, so eine. Oh, sag mal, hier die Sträucher. Irgendwo die Sträucher vielleicht waren oder so. Die kamen wir sowieso nicht durch. Da mussten wir von der anderen Seite, glaube ich. Irgendwie so. Ich guck trotzdem mal einmal, ne? Sicher ist sicher. Hier ist noch ein grüner. Davon brauchen wir auch noch einige. Aber hier waren wir schon. Hier war irgendwie ein Kampf oder so, ne? Ah nee, ich wusste nicht genau, was wir hier machen. Also hier ging es ja nicht. Ich habe gedacht, hier kommt ein Kampf. Das wird auch noch so kommen. Aber aktuell können wir da noch nichts machen, großartig. Ne, die bewegen sich nur ein bisschen und das war's. Also aktuell leider noch keine Möglichkeit. Also, gehen wir wieder zurück. Holen wir uns erstmal die Sträucher, konzentrieren wir uns erstmal da drauf. Da, siehst du. Hatte. Hat er gewechselt? Ist der mies?
Vielleicht war da auch irgendwie eine Truhe und ich habe die nur nicht gesehen. So eine dunkle, weißt du? So wie jetzt wäre ich auch fast weitergegangen. Aber haben wir auch. Alles gut, alles gut, alles gut. Da ist nämlich auch noch einer. Mal gucken, was da kommt. Das ist eine Hand. Ein Strauß. Hey, wieso? Hallo? Ist der dumm? Der hat den ums Verrecken nicht anvisiert. Aber das hat mir ja gar nichts gebracht jetzt hier. Ach nein, da hatten wir das Teil schon geklaut. Ja, stimmt. Da war nur so ein ganz, ganz kleines Teilchen. Guck mal, da vorne, hier. Hier entlang. Hier ist noch eine Truhe. Hä? Ja, hier entlang. Ist auf jeden Fall irgendwo noch eine goldene Truhe. Ich komme hier nicht weiter, also hier werde ich blockiert, ne? So wie man sieht. Weitläufig, ist unglaublich. So, jetzt mal kurz regenerieren. Bisschen. Was war das denn? Ach, PG. PG, PG, PG. Eine große Gruppe Monster in Anmarsch. Das ist immer das Unlustigste. Steh auf. Hallo, warum machst du das denn nicht? Ist er dumm? Er macht es nicht mehr. Jetzt erst. Ganz merkwürdig, der Kollege. Ich verstehe es nicht, warum er das manchmal jetzt nicht macht. Noch den hier, den wollte ich auch noch mal ausprobieren. Ach, shit, 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 das war ganz falsch. Ja, das war nicht so gut. Ich muss ihn anvisieren. Dann läuft es ein bisschen besser. Aber da kommt ja jetzt gleich noch mal ein neuer Versuch auf jeden Fall. Mann. Oder auch nicht. Es ist die erste goldene, die wir haben, ne? Oder hatten wir schon mal eine goldene? 1000 Steine, alte Hapetidenrüstung. Mach mal. Was kann die? Stachelpanzer. Nahkampfangriffe fügen verlangsamten oder betäubten Gegner 20% mehr Schaden zu. Zu? Was konnten wir hier nochmal? Gift, ne? Nehmen wir mal mit. Nehmen wir einfach mal mit. Auf entspannt. Muss da noch so einen Runenstein reinpacken, aber das können wir später auch noch machen. Das eilt jetzt nicht so. So, wir haben auf jeden Fall dann hier noch eine blaue Truhe. Eine Steintruhe. Ganz stinknormale Steintruhe. Kann ich hier nicht schnell reisen? Ne, geht nur bei den Dingern hier, ne? Ich gucke gerade, ob da noch irgendetwas... Also es könnte natürlich noch... Ist das der richtige Weg? Ja, es könnte vielleicht noch... Nee, ist nicht mehr. Also wir kommen auch da gar nicht mehr lang. Das heißt, wir können auf jeden Fall uns einmal porten. Von da sind wir gekommen. Also wir haben jetzt fast alles hier schon durch. Wir müssen nur noch mal einmal die Gegner irgendwie besiegen. Die hier rumeiern, die zwei. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut hier aus, ne?
Vorher würde ich aber gerne so einen High-Five-Stein noch finden. Bam, den nehme ich mit. Das würde ich begrüßen, ne? Das würde ich schon echt begrüßen, du. Und dann müssen wir die irgendwo... Müssen wir die finden. Aber die laufen ja hier einmal im Vollkreis rum. In diesem Gebiet hier, ne? Meine ich. Man munkelt. Habe ich gehört. Ist nicht kaputt gegangen. Mist, Mist, Mist. Auch nicht. Zweimal Mist. Naja, egal. Dann mache ich erstmal hier Pilzchen. Oh, du bist das. Dann nehme ich den noch mit hier. Sauber. 6 Stück gibt es da. Und dann gehen wir hier einmal dran und machen... Oh, wir haben gar keine blauen mehr gehabt. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit blauen geschossen, ne? Siehst du? Das ist das, was ich meine. Da muss ich so aufpassen immer. Nimm mal den roten hier einmal mit. Das war mies verfehlt. So, haben wir. Dann gehen wir hier entlang, weil hier ist ein High Five. Und geben ihm auch mal eins, damit wir das alles abgesaved haben schon mal. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwo die Typen hier finden, ne? Ob die hier irgendwo rumlaufen. Wir wissen, ob wir irgendwie eine Chance gegen die haben. Ich glaube ja nicht. Aber man weiß ja nie, ne? Also wir müssen auf jeden Fall noch so ein Upgrade reinknallen in Pilzen und in diese Pflanzen. Ich habe die bis jetzt auch noch nicht wieder gesehen, ne? Da ist ein Goldener. Den schnappen wir uns. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Es gibt 700 schöne, entspannte Kristallchen. Aber wo sind die anderen Spezialisten hier? Das macht denen, glaube ich, gar nichts, ne? Ich glaube, die waren, dass die da immun gegen sind. Ja, ja. Merk schon. Juckt die null. Ich meine, das letzte Mal, wo ich die gesehen habe, waren die irgendwie hier in diesem Gebiet, ne? Da habe ich versucht, mit dem Oberring und mit der Pusteblume da, die irgendwie zu erwischen. Aber voll gescheitert. Mies gescheitert. Aha, da oben ist noch so ein Teil. Wo guckt der? Ist der hier? So weit komme ich eh nicht. Aber ich sehe die bis jetzt auch noch nicht, leider. Bienchen kommen! Oh, der Große kommt auch. Das war enttäuschend. Das war enttäuschend. Ganz ehrlich, guck mal da, der arme kleine Feder da. Wieso mache ich keinen 500 Schaden mehr? 300 nur noch. Das hätte er mies abgebaut. So, weg mit dir. So, lass mich einmal nochmal nachkochen ein. So, sauber. Hätte ich gar nicht machen brauchen, denn hier haben wir... Den habe ich zu spät gesehen, leider. Und da oben irgendwie müssen wir hoch. Die Typen sehe ich hier auch nicht. Da komme ich gar nicht dran. Jo, das reicht.
Den nehme ich mit. Den nehme ich mit. Den großen nehme ich mit. Den gelben nehme ich mit. Den nehme ich mit. Und den nehme ich mit. Und den natürlich. Geil. Bam. Eingesammelt. So, können wir von hier oben die irgendwo sehen? Nee, ne? Hatten wir die schon besiegt? Nee, ne? Nee, ich habe die noch nicht besiegt. Die waren noch viel zu stark. Die habe ich definitiv noch nicht besiegt. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht von der Stärke her. Wir haben auf jeden Fall noch Runen, ne? Das weiß ich. Ich bin nur schon mal hier hingegangen, weil ich nicht mehr wusste, wie man speichert. Und, hey, nicht runterfallen. Und ja. Stellte sich aber heraus, dass es doch übers Menü geht. Deswegen sammeln wir erstmal nochmal so ein, zwei Runensteine, dann können wir mal eine ordentliche Tour noch machen. Drei Stück müssten jetzt noch offen sein. Gibt's ein High Five? Hallo? So, wo sind wir denn jetzt hier? Oh. Mach mal weg hier. Die nebligen Sümpfe liefern. Also es ist doch von den nebligen Sümpfen aus. Guck mal, lesen hilft auch manchmal, ne? Aber wir sind jetzt wieder so weit weg, wir wollen erstmal einmal die blaue Steintruhe haben. Die gute alte Steintruhe. Wer macht solche Geräusche? Ach, die. Hey, pst. Ah, du bist ein Kollege, oder was? Jo. Passt auf euch auf. Danke, du auch, mein Bester. Wow, wow. Steintruhe ist irgendwo hier in dem Gebiet. Ich müsste die Bienen kriegen unbedingt. Das machen wir nur eben, ne? Ich kriege die von hier nicht kaputt. Ach, jetzt geht's? Voll die Verarsche. Haha. 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 So, Steintruhe bitte. Wo bist du? Hier, guck mal. Oh, ihr Verdammten. Für eine Steintruhe, so eine Action hier. Das ist frech. Carpe diem, Runenstein. Was kann der? Fertigkeitskosten auf 1 gesenkt, aber es werden nur bestimmte Aktionen gestartet. Aber davon habe ich schon einen, das ist ja voll unbrauchbar. Oh. Guck mal. Alter, was der frisst. Und vor allem, was er ausgeteilt hat. Unglaublich. Unglaublich. Den nehme ich mit. So, einmal High Five. Und dann würde ich sagen, war es erstmal für die Folge. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir den das andere Lager hier in dem Sumpf erreichen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.